bombs were exploded at 8,000 feet. Diese Etage, dieser Bereich der Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema Sprache. Ars Viva, das ist eine sogenannte Preisträgerausstellung, das heißt eine Ausstellung von drei jungen Künstlern und mit jungen meint man hier in etwa um die 30 Jahre alt. Das ist für Künstler sehr, sehr jung. Das hier ist eine Arbeit von Eric Bünger. Ja. So, dieser Song, Let's the Way I Like It von Casey and Finch, wird hier mit einer Band so gespielt, als würde die Platte springen. Die Noten dafür hängen dort drüben. Dass Sie hier Sprachen hören, die Sie nicht verstehen, hat einen Hintergrund, das ist auch eine Absicht. Was ist hier passiert? Sie sehen jetzt hier drei Bilder, Sie sehen dazu einen Kopfhörer. Jetzt erwartet man natürlich, okay, ich habe hier ein Bild, da kann ich nicht viel drauf erkennen, nehme ich mir einen Kopfhörer und erfahre, was es mit dem Bild auf sich hat. So. Wenn man jetzt allerdings diesen Kopfhörer aufsetzt, wird man bei diesen drei Kopfhörern mit drei verschiedenen Sprachen konfrontiert. Mit Amis, mit Spanisch und Yoruba. Bei Spanisch kann man vielleicht davon ausgehen, dass das der eine oder andere noch kann. Die anderen beiden Sprachen sind wahrscheinlich nicht bekannt. Also, was ist passiert? Es gibt hier drei verschiedene Bilder. Diese drei verschiedenen Bilder wurden drei verschiedene Personen, die jeweils dieser Sprache mächtig sind, wie hier steht. Da wurde eine Person vorgelegt und Sie haben dieses Bild beschrieben, mit Worten beschrieben. Danach ist das Bild übermalt worden und jetzt hängt hier das übermalte Bild mit der Beschreibung desjenigen, der es noch gesehen hat, bevor es bemalt war. Das Problem ist jetzt, kennen wir keine dieser drei Sprachen, können wir nicht hören, was auf diesem Bild vorher war. Spielt letztendlich auch keine Rolle, was es wirklich war. Der Effekt ist eigentlich der, den ihr gerade selber an euch vielleicht erkennt. Ihr seid hier in einem Museum, müsst euch mit Dingen auseinandersetzen, dessen Sprache ihr gar nicht kennt. Das verunsichert natürlich, das macht auch böse. Dann denkt man sauer und ich verstehe das nicht und sagt man, ja, alles scheiße, scheiß Kunst kann ich auch und das soll Kunst sein. Das ist eine ganz normale Reaktion auf das eigene Unvermögen, was sich da wirklich auch irgendwie zutage fördert. Aber diese Spannung, das macht es eben auch aus, wenn ihr daran arbeitet, diese Spannung muss überwunden werden, indem man sich mit dem beschäftigt, sich darauf einlässt. Und das ist, glaube ich, wichtig, also vorurteilsfrei auf etwas einzulassen und zu sagen, okay, ich kann damit nichts anfangen, das sagt mir erstmal nichts, aber ich lasse mich mal darauf ein und gucke, wohin das führt. Das hier ist kein Kunstwerk an sich. Das hier gehört oder ist die Ausstattung zu einer Performance, die hier stattgefunden hat. Da waren Kameras. Während dieser Performance standen da vor den Kameras zwei Damen, die Gebärdensprache beherrschen. In dem Moment, wo Besucher in diese Ausstellung reinkommen, fangen diese Menschen mit Hilfe der Gebärdensprache an, über die Menschen, die reinkommen, zu sprechen. Das kann alles Mögliche sein, von beleidigenden Sachen bis hin aber auch zu Komplimenten und zu ganz banalen Sachen. Der hat ein schickes T-Shirt, hat tolle Schuhe, der sieht aber irgendwie eher so fett oder sieht arrogant aus oder keine Ahnung. Also das, was jeder von uns ja leider auch häufig tut, sich über andere lustig zu machen oder andere zu beurteilen. Da es Gebärdensprache ist, kann man davon ausgehen, dass nicht viele Leute das verstehen, was dort gesprochen wird, was dort kommuniziert wird. Dafür gibt es eine Übersetzung. Die Übersetzung findet aber simultan in diesem Raum statt. Das heißt, wer sich in diesem Raum aufhält, bekommt Menschen beschrieben, die er noch gar nicht sieht. Und die Menschen, die dort reinkommen, werden beschrieben, ohne dass sie es wissen. So, das heißt, hier stehen Leute, die hören sich dann was an. Also dafür sind hier die Videos. Es gibt keinen Livestream, normalerweise ist es ein Livestream. Das heißt, hier stehen dann zwei Personen, die das, was sie hier sehen,
in unsere Sprache übersetzen, also in phonetische Sprache. Und das Interessante ist, man steht hier, bekommt Menschen beschrieben, die man noch gar nicht sieht, und dann kommen diese Menschen hier rein und das kann zu ganz unterschiedlichen Reaktionen führen. Das kann humorvoll sein, das kann aber auch beklemmt sein, das kann peinlich sein. Also diese ganze Bandbreite an Stimmung, die Sprache produzieren und transportieren kann hier dargestellt werden. Und derjenige, der reinkommt, hat nie die Chance zu hören, was über ihn gesprochen wird, weil er nicht gleichzeitig an diesen beiden Orten sein kann. Und auch das ist natürlich etwas, was wir auch aus unserem alltäglichen Leben kennen und beleben müssen, dass über uns, von uns gesprochen wird, ohne dass wir dabei sind. Und dadurch entsteht etwas. Das wisst ihr ja selber. Dadurch entsteht etwas, dadurch entstehen Spannungen zwischen euch. Oder auch Freundschaften oder was auch immer. Wenn ich jetzt sage, ihr seid ein kompletter Haufen Spinner, wenn ich das sagen würde, ihr seid ein kompletter Haufen Spinner, dann transportiert das natürlich ein Gefühl, auf das ihr reagiert mit selber Spinner. So. Das ist natürlich, das hat was Kulturales. Und das, was wir dort machen, ist die Formung von menschlichen Beziehungen untereinander. Und da merkt man eigentlich, wo es auch hier drauf ankommt, ist, wie elementar Sprache ist. Und wie oft passiert es, dass jemand sagt, oh Mensch, habe ich einfach nur so dahergesagt. Aber dieses einfach nur so dahergesagte kann tatsächlich etwas auslösen. Und das wisst ihr selber, wie viele Gespräche habt ihr schon geführt, um irgendwelche anderen Gespräche wieder gerade zu biegen.